Hallo, guten Tag. Naja, wenn kommen so viele Zuschauer, dann so zum einen Abschiedsspiel, ich denke, das ist einfach ein fantastisches Gefühl für mich persönlich. Und wenn ich auch kann jetzt sagen wieder, was habe ich schon präsentiert, auch nach außen, ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, was habe ich von diesem Verein bekommen, persönlich von Martin Bader, von allen Leuten im Präsidium. Und das ist einfach für mich eine Ehre. Eine Ehre, das, was steht auf unserem Trikot hinten. Das ist Ehre für diesen Verein, für diese Stadt, Fußball zum Spielen. Für mich persönlich auch Samstag. Sich letzte Mal im Stadion abschieden. Ich denke, kommt in die letzten zwei Jahre beste Verein, was gibt. Das ist Borussia Dortmund, Pokalsieger. Noch dazu, ich denke, gibt es keine besseren Gegner wie Borussia jetzt momentan in dieser Zeit. Ja, wir sind schon mit der ganzen Familie 9 Jahre da. Beide Jungs sind hier geboren, keine Frage. Und ab erste Woche oder nach den ersten Monaten, ich habe gesagt, noch in 2003, das ist etwas für mich Besonderes, in Nürnberg sein. Wir sind sehr zufrieden, das ist unsere Heimat, das kann ich heute schon sagen. Auch wenn die ganze Familie und die Eltern, Geschwister sind alle in Slowakei, aber trotzdem, für uns in Nürnberg ist Heimat. Und in die 8 Jahre... Jeden Tag war ein bisschen besonders. Ich habe die 8 Jahre richtig schön genießen. Natürlich waren auch die Tage, wo war nicht einfach, nicht leicht, aber trotzdem war schön und ich bin sehr zufrieden. Ja, ganze 8 Jahre in diesem Verein. Natürlich war das Torjägerkanone oder war das Pokalsieg oder UEFA Cup Spiele. Das sind ein bisschen besonderes Tage bei mir in meiner Karriere, aber ich kann nicht das vergessen. Allein habe ich das nicht geschafft. Und in die 8 Jahre habe ich echt mit vielen Spielern oder Mitspielern gespielt, welche mir zu dieser Trophäe auf Ende geholfen. Und ich bin sehr, sehr dankbar für die 8 tolle Jahre in diesem Verein. Das ist einfach das, was ich habe schon präsentiert und was ich präsentiere auch in Zukunft.